ein Das kommt weg Video drehen. Und bevor ich es gleich vergesse, zeige ich euch das hier zuerst, weil das werde ich gleich deinen Freundin mitnehmen. Das ist schon so dermaßen verstaubt. Sie hat mir mal empfohlen ein Alpecin-Shampoo. Ein Alpecin-Koffein-Shampoo. Ich mag es aber ehrlich gesagt nicht. Es lässt meine Haare sehr schnell nachfetten. Es ist noch komplett voll. Ich meine, heute habe ich auch so einen Bad-Hair-Day, der schon wieder. Nach einem Tag kann man meine Haare irgendwie in letzter Zeit kübeln. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Vielleicht muss ich generell mal wieder das Shampoo wechseln und vielleicht ein ganz anderes anfangen. Ja, also ich mag es nicht, deswegen wird sie es bekommen. Ich glaube, sie freut sich eh drüber, wenn sie das haben kann. Ja, fangen wir gleich mit dem nächsten an. Den werde ich meiner Nichte schenken. Ich finde diesen Duschschaum von Bilou mega furchtbar. Mein Lieblingswort aktuell, das wisst ihr ja schon. Ich finde den überhaupt nicht gut. An meiner Haut stinkt der bestialisch. So in der Verpackung riecht er sehr, sehr gut, aber an mir geht das überhaupt nicht. Das fängt so dermaßen an zu stinken. Ich habe es so oft probiert und nein. Wirklich, nein. Deswegen werde ich den meiner Nichte schenken. Was ich leider entsorgen muss, ist von Burt's Bees eine Handcreme, die Banane-Handcreme. Ich wollte sie benutzen und leider ist sie gekippt. Man riecht das total. Dass die gekippt ist, die riecht so komisch. Ich kann es nicht mal beschreiben, aber sie riecht einfach nicht mehr nach Banane. Was mich mega, mega traurig macht, weil ich wollte die eigentlich benutzen. Sie gibt es auch nicht mehr. Ich habe schon überall geschaut. Sie gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich ein paar kosmetisch, also Make-up-Artikel, die ich wegschmeißen will. Auch meinen Spitzer von Essence werde ich wegwerfen. Nach einer Zeit spitzen die nicht mehr so schön und deswegen werde ich den auch entsorgen. Irgendwie habe ich so einen richtigen Bad Hair Day heute. Richtig kacke. Eine Augenmaske werde ich auch wegschmeißen, weil die schon sehr alt ist und ich die mich nicht einfach noch drauf aufs Auge zu klatschen. Deswegen wird die auch weggeworfen. Was ich nur aussortiert. Na, ich glaube, den wollte ich auch wegwerfen. Ihr merkt, dass ich mich anpasst. Ja, den wollte ich glaube ich auch wegwerfen, weil der Applikator sich so mit dem Concealer vollgesaugt. Dass ich das nicht koscher finde und dass ich das deswegen wegschmeiße. Das ist von Love, ein Concealer. Den habe ich damals mal meiner Mom geschenkt und ich habe ihn probiert, aber ich traue mich den nicht weiter verwenden. Kajalstifte werde ich auch entsorgen. Auch den NYX, diesen gehypten Kajal hier, werde ich auch entsorgen, weil der schmiert bestialisch. Erstens mal bricht er mir die ganze Zeit ab, man sieht das eh. Hoffe ich. Die Mine ist irgendwie total komisch, die ist bröckelig und wenn ich das aufs Auge gebe, fliegt mir das alles vom Auge runter und ich bin total der Panda und das taugt mir einfach überhaupt nicht. Deswegen, den werde ich mir niemals wieder nachkaufen. Ich glaube, den habe ich damals mal geschenkt bekommen oder so. Aber ich finde den grottenschlecht. Ich finde den wirklich schlecht. Auch Kajalstifte habe ich in letzter Zeit so ein riesengroßes Problem. Jetzt habe ich gerade aktuell wieder den von Make-Up Factory drauf, einen braunen, den ich mir auch extra gekauft habe. Und ich glaube, ich habe schon wieder Probleme mit der Mascara, weil die... Ich habe riesengroße Probleme letztens mit Mascara und Kajalstiften. Ich glaube, die ist auch schon austrocknet. Das ist die von Maybelline. Ich mag die Maybelline Mascaras nicht und ich werde mir nie wieder welche kaufen. So wie Kajalstifte. Love gibt es ja bei uns in Österreich nicht mehr. Ich glaube, das gibt es ja nur noch in Deutschland. Den habe ich damals als Tester gehabt. Ganz furchtbar, verschmiert auch. Oder ich bilde es mir ein, aber... Ich will den irgendwie nicht mehr benutzen. Ich werde ihn einfach der Lin weitergeben. Den braunen Kajalstift werde ich auch der Lin weitergeben. Das ist einer von Essence. Ich zeige ihn euch mal zu. Der sieht so aus. Den mag ich auch nicht. Ich mochte den schwarzen auch schon nicht. Und jetzt den braunen noch weniger leider. Das werde ich aber, glaube ich, einfach wegwerfen. Das ist so ein Tester von einem Puder. Ich mag das Puder nicht. Das war, glaube ich, Sante oder so. Oder Lavera, eins von den beiden. Ich mag den Duft von dieser Naturkosmetik nicht. Die mag ich leider auch nicht. Die habe ich von der Tanja bekommen und die geht bei mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das Hautgefühl ist furchtbar danach. Ich mag den Duft auch nicht. Das ist ja diese Teebaumöl und die hat sich ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sieht, aber die hat sich so ein bisschen gelb verfärbt. Das finde ich auch ein bisschen unkoscher, deswegen gebe ich sie jetzt weg, leider. Weil Dr. Yard oder Jard oder wie man das immer ausspricht, ist ja eigentlich eine gute Marke. Jo, dann habe ich hier noch eine Probe von Clarins, die hat sich auch total verfärbt. Die ist nicht mehr so goldgelb, sondern nur noch weiß und irgendwie weiß. Deswegen werde ich die auch entsorgen.
Das ist viel Kompromiss, wie man sieht. Dann habe ich einen Concealer von Catrice. Den will ich eigentlich auch nicht mehr benutzen, deswegen kommt der auch weg. Ich glaube, den werde ich auch wegschmeißen. Ja, aber der riecht so nach Alkohol. Der riecht nur noch rein nach Alkohol. Also kommt der auch in den Mist natürlich. Das werde ich der Lynn weitergeben. Das ist so ein Miss Piggy Puder. Das bin ich ja wohl hinterhergerannt. Und dann habe ich mir so viele Backups gekauft. Und ich glaube, ich habe nur eins aufgebraucht oder so. Das ist noch komplett neu. Ich finde das Design halt schön, aber ich werde es der Lynn schenken. Na, was soll ich damit? Mascara, sage ich. Wimpern habe ich auch aussortiert, wieder von Kiss. Ich habe die ja eine Zeit lang sehr gerne benutzt. Aber das Problem ist, dass man die nur einen Monat durchgehend jeden Tag verwenden kann und irgendwann hält der Magnet dann nicht. Habe ich, glaube ich, eh schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Leider hält der Magnet dann nicht. Das werde ich auch weggeben, aber ich glaube, das ist noch okay. Das ist so ein Nagelöl. Ich habe ein anderes Nagelöl, deswegen habe ich mich für das halt entschieden, dass ich es weggebe. Weil so viel Nagelöl brauche ich nicht. Das werde ich einer Freundin von mir heute mitnehmen. Mein Hypoallergenik-Glitter-Eyeliner ist leider auch ausgetrocknet. Und ich ärgere mich so extrem, weil den hätte ich fast leer gemacht. Den hätte ich fast aufgebraucht, aber er ist leider ausgetrocknet. Ich mochte den aber sehr gerne. Den habe ich wirklich oft benutzt, sogar täglich benutzt, aber der ist total ausgetrocknet. Ich habe den dann so probiert aufs Auge zu kriegen und das geht einfach nicht mehr aufs Auge, so austrocknet ist das leider. Dann habe ich hier einen Nagellack, den werde ich der Lynn geben. Die soll ihn probieren, ob er noch funktioniert oder nicht. Ich meine, der hätte gut zu meinem Oberteil passt, aber ich weiß nicht, ob der, glaube ich, nicht mehr trocknet oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Lynn soll ihn probieren und wenn er nichts ist, soll sie ihn einfach wegkommen. Was tun wir da großartig um und um? Hm? Drei Sachen habe ich noch, dann haben wir es geschafft und ich kann weiter sammeln, weil ich glaube, in letzter Zeit wird ziemlich viel dazukommen. Ich bin auch gerade dabei, meine Beauty Blender, also diese Real Techniques Schwämme auszusortieren. Sorry, dass ich da mal in die Haare rumfummel, aber die gehen mir so am Keks. Die Real Techniques Schwämme bin ich gerade am Aussortieren. Ich habe mir auch vor kurzem einen von Primark gekauft, so einen Mickey Mouse Beauty Blender und ich finde die beide furchtbar, die haue ich auch einfach weg. Die gebe ich nicht einmal der Celine, sondern ich haue sie einfach weg, weil das ist so ein Klumpert. Kaufe ich mir nie wieder. Man lernt aus Fehlern. Ja, bei mir kommen nur noch Beauty Blender direkt, also diese Original oder die Real Techniques Schwämme ins Haus, sonst nichts mehr. Drei Sachen habe ich wie gesagt noch. Ich habe einmal ein, das stinkt so extrem, das ist echt furchtbar, meine heißgeliebte Palette von Sleek. Ich schaffe es immer in letzter Zeit nur noch, dass ich so Hit the Pan schaffe und dann kippt die mir. Die sieht so aus. Ich benutze die auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch ein paar Backups. Vielleicht schaue ich mal, ob ich die noch verwenden kann. Nachkaufen kann man sehen. Ich habe die ja gebunkert wie eine Behinderte und jetzt ärgere ich mich, dass die so schnell kippen. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Aber sie kippen wirklich extrem schnell. Ich habe auch noch zwei MAC-Produkte. Der Lippenstift ist mir leider gekippt. Bei dem Lippenstift bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der kaputt ist oder nicht. Eigentlich riecht er noch ganz normal nach Vanille. Den muss ich, glaube ich, mal wieder ausprobieren. Ich glaube, ich werde ihn mal wieder testen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir einbildet habe, dass er kaputt ist. Vielleicht hat er gerade in dem Moment so gerochen. Meine heißgeliebte Brow Gel Creme ist total ausgetrocknet. Ihr habt es ja gesehen, ich habe die ja jahrelang verwendet. Das ist eigentlich nur die Hälfte weg oder über die Hälfte weg. Aber ich krieg nichts mehr auf die Augenbrauen drauf. Das hat furchtbar ausgeschaut, wenn man das dann verschmiert hat. Das war schon so trocken, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen gebe ich es jetzt in meine Back-to-Mac-Kiste. Ich wollte es mir nachkaufen, habe aber jetzt gehört, dass es das nicht mehr gibt. Die haben dieses Produkt aufgelassen. Ja, shit happens. Aber ich habe jetzt einen braunen Lidschatten, der mir gerade wieder runterbröckelt ist. Könnt ihr das sehen? Ich habe ihn vorher gerade unabsichtlich fallen lassen. Schande, meine Kamera war schon wieder voll. Ich muss mir ernsthaft mal wieder Zeit nehmen und mal wieder ein paar Videosequenzen löschen. Ich habe jetzt ein paar runtergelöscht, damit ich jetzt noch das Video fertig drehen kann. Das ist einfach furchtbar in letzter Zeit mit mir. So, ich weiß nicht, wie weit es gerade aufgenommen hat, aber ich habe euch gerade gezeigt, dass meine Gelcreme nicht mehr gibt von, also meine Brow Gelcreme von MAC. Die ist ja leider total ausgetrocknet. Ich habe aber jetzt einen Ersatz, weil ich wollte es mir nachkaufen und das Produkt gibt es nicht mehr.
Ich habe das so lange verwendet und es ärgert mich, dass ich das leider nicht mehr kriege. Leider ist mir der Lidschatten heute runterknallt. Deswegen fehlt da jetzt ein ganzes Stück. Das heißt, ich werde jetzt da weiter versuchen, ihn zu benutzen. Ich muss besser aufpassen auf den. Ich finde die Farbe aber wunderschön. Ich hatte Glück, ich habe den nämlich im Adventkalender gehabt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich finde die Farbe passt perfekt zu meinen Augenbrauen. Ist zwar vielleicht eine Spur dünkler, aber na, finde ich gar nicht. Ich finde, es passt perfekt. Ich meine, ich bin nicht so perfekt im Augenbrauen zeichnen, aber ich finde, also als Hatz, damit ich mir nichts Neues nachkaufen musste, war das perfekt. In Kombi trage ich es jetzt mit diesem Clinique Augenbrauenstift, den ich auch sehr, sehr gern mag. Und ich glaube, der wird meinen Lancôme ersetzen. Das ist die 02, glaube ich, die Soft Brown, genau. Der ist wirklich gut. Der ist echt gut von Clinique. Und ich glaube, der ersetzt jetzt demnächst meinen Lancôme. Weil den Lancôme gibt es ja nicht mehr. Einen müsste ich aber, glaube ich, noch irgendwo haben. Aber ich wollte jetzt mal den Clinique ausprobieren, damit ich weiß, ob der den Lancôme ersetzt. So. Wie gesagt, leider ausgetrocknet, kann ich mir nicht mehr nachkaufen, aber ich habe Gott sei Dank würdigen Ersatz gefunden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass es jetzt so kurz war, aber das mit den Videosequenzen, dass ich das immer löschen muss, geht mir am Sack. Ich sollte mal wirklich ein bisschen mehr wieder drauf achten, dass ich wieder die alten Videos runterlösche. Man sieht, wie wenig Videos ich in letzter Zeit drehe, dass ich nicht einmal hinbekomme, meine Kamera auf den neuesten Stand zu bringen, sagen wir jetzt einmal. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin froh, dass ich die Sachen jetzt aussortieren und wegschmeißen kann, weil die Sachen gammeln da schon ewig und mal dumm. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!